Oh nein. Wie das aussieht. Der Bulle fällt noch, wobei das macht er da. Ah, Typ auf Kiste, springt mit Kiste. Sieht mir nach einem ganz klaren Fall aus. Blöde Kiste da drin. Ich brauche dafür mehr große Kisten. Das machen wir dann nachher ganz in Ruhe. Die Frage ist, ob ich hier überhaupt irgendwie rauskomme. Das ist das nächste Problem. Ob ich die irgendwie so hochkomme, dass die Kiste wenigstens da rauswerfen kann. Konnte hier doch irgendwo ein Rohr hochklettern. Stimmt, aber da kommen wir mit der... Und da hinten müsste es klein, niedrig genug sein, um sie rüber zu schmeißen. Ja, damit wir sie wenigstens... Ist da in die Richtung auch? Ah, das ist in Richtung Polizeischwein, okay. Immerhin schon mal... Wofür ist der denn? Achso, für den Gigovent hier. Oh, da guck mal da unten, ganz viele Noten im Wasser. Ja. Ach. Ja, da müssen wir noch eine Erhöhung haben. Ja, und die haben wir hier gerade nicht so richtig. Ja, ich glaube... Oh, oh. Na gut, machen wir es doch einfach so. Warum auch... Hi. Warum auch nicht? Kann man... Ach so, wir müssen die Brücke noch umwerfen. Müssen wir nicht dringendlich. Doch, dann können wir nämlich... Müssen wir nicht immer über die... Ja gut. Achso, siehst du, wir können auch dann einfach hier rüberkommen. Nämlich über das Warpfeld. Das Warpfeld. Ach, hi, hi, Captain Blubber. Was hast du uns nochmal? Arr, meine Schätze, armer alter Blubber hat sein UFO aus dem letzten Spiel zerstört und jetzt steht er ohne Dukaten da. Und einem alten Seelenbär wieder auf die Beine, kauft die falsche Turmkombination. Okay, ja, machen wir das doch. Freundlich, danke. Hier habt ihr falsche Turm Nummer 3 Kombination. 5461. Alles klar. Freundlichen Dank. Ja, ihr habt Hab ich jetzt nochmal 10 bezahlt? Ich glaube nicht, dass das geht. Nothing happened. Wenn ja, wäre. Oh! Everything's fine. Wenn ja, except the brain damage. Glatterbeton. And the brain damage. And the brain damage. Okay, ich weiß, ich muss in die andere Richtung. Da ist Mumbus, aber dann machen wir erstmal hier ein kleines. Noten-Extravaganza. Oh wow. Ich treffe die mit der Kiste, weswegen die unter Wasser fallen. Nice. Das, ja, da sieht man mal wieder, wie gut die Engine ist. Das nennt sich Skill, ne? Das auch. Was hat das mit der Engine zu tun? Naja, die Physik-Engine, wenn da was berührt, das andere, dann, weißt du, die Kiste hätte ja auch einfach durchglitschen können. Das stimmt wohl. So, einmal da und oder einmal das Spiel da. Hätte einfach plötzlich... Crashen können? Ja, weil es wurde nie gedacht, dass das Kistennotenkollision. Ja, die gibt's einfach nicht. Unglaublich. Kollidierungssequenz konnte nicht ausgeführt werden. Benjo muss neu gestartet werden. Benjo 404. Kazooie nicht not found. Ich wollte gerade sagen, Kazooie nicht found. Naja, der Englisch ist doch heutzutage in. Siehst du? In. Natürlich. Douglas, come in and go out. Ganz einfach. So, jetzt holen wir uns noch die Kiste hier und dann gehen wir mal in ein Level. Sollten wir vielleicht mal wieder so ein bisschen machen. Ich denke auch, ja. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Technisch betrachtet ist das ja auch ein Level. Ein Überlevel. Ein Überlevel. Die Überwelt, Overworld. Das ist die Überwelt. Iron Mountain ist kein Ort für Ruhm, aber es ist Grundys ganz persönliches Eigentum. Das hat die noch nie gesagt. Wow. Das habe ich zum ersten Mal jetzt gelesen. Ja, ich meine es auch noch nicht gelesen zu haben. Oh, Mumbo, Kisten, Bär bringen. Kleine Düse, mittlere Munition. Bleigewicht-Toiletten. Ja. Endlich. WC-Blei. Es wurde auch Zeit. WC-Blei-Ente. Sag mal, hast du nur ein bisschen Klopapier? Ich finde immer das auch in der Kiste. Eine Kiste Klopapier, bitte. Reginald! Oh. Sing keine Oper. Oh. Oh. Na komm schon. Und darüber. Oh, da oben haben wir, glaube ich, schon alles gemacht. Das sieht ziemlich gut aus. Du machst das jetzt gerade nur zum Spaß. Sowieso. Aber wir können uns auch mal die Da noch. Die schönen spitzen Türpchen angucken. Grüß zu spät. Boah. Da geht der Hönig flöten. Der Hönig. Was? Ich war's nicht. Ich hab's nicht getan. Das war schon so, als ich hier ankam. Hilfe, ich werde unterdrückt. Moment mal, das sagt nicht nur der Hakenmörder.
Das sagen alle. Das ist... Oh. Oder das ist der Hakenmörder, wenn er nicht in Verkleidung ist. Das ist der Hakenpinguin. Der Hakenpinguin. Hakennase. Macht der, der macht in seinem Kalender nicht drei Kreuze, sondern drei... Okay. Drei okay? Okay, okay, okay. Warum auch nicht? Wenn er überall alles hat einen Haken, nur die Wurst hat zwei. Okay. Okay. Wollen wir jetzt nicht in irgendein Level gehen? Ja, ich muss nur erstmal eins suchen. Ja. Was nehmen wir denn? Ich bin auf dem Weg zu Banjo Land. Ah ja, das ist gut. Da gehören wir hin. Ich hoffe nur, dass mir keine Schräge den Weg dazu versperrt. Und das sieht nämlich gerade danach aus, als wenn das der Fall wäre. Ja. Was mich natürlich ein bisschen... in die Bredouille bringt. Ja, könnte man so sagen. Wenn nicht, dann müssen wir kurz in Spiral Mountain. Spiral Mountain? Nutty Acres. Moment, ich glaube, bei irgendeinem hatte uns bei Nutty Acres sogar eine Mission gefehlt. Das ist ja unerhört. Entweder haben wir die gar nicht gemacht. Ah, ich find's cool, wie die Nachttexturen so nach und nach beim Weg erst auftauchen. So, gucke. Ja, ja. Das ist... Wir haben so viel über die Grafik immer... Sag mal, ist meine Xbox irgendwie schlechter geworden? Sagt der Grafikchip langsam auf Wiedersehen? Das sollte eigentlich nicht passieren. Red Ring auf Grafikkarte. Ja. Nein, mit dir wollte ich nicht reden, ich wollte dich hauen. Oh, okay. Weil du es verdient hast, Mann. Siehst du, dein Dialogtext kommt noch nicht mal, so scheiße bist du. Da. Und nur eine TT. Ach, das ist hier gegen TT antreten, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ach, weil er so schnell ist. Richtig, der hat sich doch so fit gemacht und da hast du dann so, oh, da steht der da und macht so, yeah, gegen den Vogel antreten. Da war ich eingeschüchtert. Ja, dann ist das jetzt quasi der Moment, um das zu machen. Da hinten grinst er schon. Richtig. Deswegen natürlich Lokauswahl. Lokauswahl? Nicht Lokauswahl. Humba heißt sie. Mensch. Humba, genau. So. Und jetzt wir nehmen natürlich den... Die Ehre des Humba. Wir haben den Humba-Panzer. Oh. Ich sollte natürlich auch was anderes... Aber auswählen. Aber müssen wir. Ist der Hummerpanzer denn so schnell? Nein, das war ein Scherz. Ach so. Natürlich nehme ich Sascha Too Fancy. Aber Sascha Too Fancy hat doch keine Düsen. Aber wahrscheinlich reicht es für Nutty Acres 2. Der hat auch noch keinen zweiten großen Motor. Der hat doch nicht mal einen Ballon. Oder? Ja, das hinten ist ein mittlerer Motor. Ja, da müssen wir noch den großen Motor noch mit ranbauen. Dann werden wir das gleich tun. Ich find immer noch, die Nutty Acres Musik ist irgendwie total Peter und der Wolf. Das kann ich jetzt gerade wieder nicht hören. Das ist Nutty Acres. Ja. Also es ist entfernt ähnlich. Ja. Ich meine, der Komponist hat ja sowieso, also ich sag jetzt mal, unverschämt geklaut. Zum Beispiel. Er hat es natürlich nicht geklaut, er hat es natürlich verarbeitet. Das ist ja und Teddybär-Picknick. Der Impressionismus der Videospielmusik. Ja, aber das eine hat er gesagt, das hat er aus ganz alten 40er-Jahre-Musiken, Filmmusik hat er da rausgenommen. Dieses... Das hat er ganz langsam gemacht in einem Ameisenhügel bei Banjo-Kazooie 1. So, TT ist für dich. Oh. Hui, schau dir mal diesen Typen an, Banjo. Ich kann mich nicht erinnern, gehört zu haben, dass ein Zirkus in der Stadt ist. Sicher hast du im richtigen Spiel bist, Blauer? Achso, okay, das wäre theoretisch das erste Aufeinandertreffen mit ihm. Warum er, warum nicht Canary Mary? Kanarien-Carla, wie auch immer. Also eigentlich heiße ich Trophäen-Thomas. Und gewinnen ist mein Ding. Soll ich es beweisen? Lass uns ein schnelles Rennen um die Insel machen, natürlich nur, wenn du kein Feigling bist. Die Kontrollpunkte markieren die Strecke. Durchlaufe jeden Kontrollpunkt und du wirst schließlich irgendwann das Ziel erreichen, wo ich auf dich warten werde. Muaha! 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 Schon ein fieser Typ.
Kommt es mir so vor, oder sind die Spielercharaktere wirklich um einiges uncharmanter geworden im Verlauf der letzten 10 Jahre? Sehr nice, sehr nice. Oh, jetzt darf ich es eh nochmal neu auswählen. Sascha, du geile Huzi. Und mit der geilen Huzi gewinnen können. Ich glaube, ich bezweifle es. Ich wollte es mal erstmal schön schummeln. So ein richtiges GTA-Rennen. Na gut. Ja. Wow. Warum haben wir das nicht? Hey, du hattest einen Vorsprung. Meine Bremsen müssen wohl klemmen. Nee, sie sind abgefallen. Habe ich erwähnt, dass wir auf 3 Runden spielen? Friss Stau! Schluck Schnecken. Ich spiele wirklich auf 3 Runden. Das letzte Mal ist ihm sein Auto ganz klar auseinandergefallen, glaube ich. Wahoo! Wahoo! Du mein Gedanke. Ach ja, das wissen nur noch die Leute, die damals mit dem das alte Internet noch kennen. Das alte Internet. Wo man noch Yahoo oder AOL brauchte. Oder Lycos. Oh Gott! Lycos suche die Werbung auch immer mit dem Hund. Ja, mit dem wuff, Labrador. Wuff. Das ist mein Labrador und das ist mein Laboratorium. Was, mein Laboratorium? Mein Labrador aus Mordor. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt? Ich glaub, sein Wagen ist wieder auseinandergefallen. Das kann ich los. So, also danach kommt noch eine Runde. Oh, das wird. Nee. Ach, Best of 3. Klar. Ja, vielleicht sagt er aber. Vielleicht trotzdem. Egal. TT-Trophäe. Yes! Yeah! Ich kann nicht mal so tun, als hätte ich dich gewinnen lassen. Ich bin haushoch geschlagen worden. Nimm einfach deinen Preis und lass uns nie wieder darüber reden. Abgemacht? Jo. Alles klar, zurück nach Showdown Town. Yeah. War das vielleicht gemein, dass ich direkt eine Lenkerrakete immer geworfen habe? Ja, wahrscheinlich. Wie sein Fahrrad einfach auseinandergefallen ist. Sein Fahrradpumpen. Hat einen Platten. Ja. Ein Plattenfahrer. Ja, die Kiste ist da. Geil. So, dann gucken wir mal. Was sagst du uns denn? Humba, ey. Große Düsen 2. Viel Treibstoff, große Munition und der Laser. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den Laser. Jetzt haben wir die beste Waffe im Spiel. Wow. Also, und doch nicht mehr Energie, oder? Nee, ich glaube nicht. Die lädt sich doch immer wieder auf, quasi von alleine, weil es ein Laser ist. Bin ich auch der Meinung. Wollen wir ein bisschen basteln oder wollen wir es lieber später machen? Also so Fail-Mobil basteln quasi. Fail-Mobil? Dass wir das wirklich komplett nochmal, das Sascha to Fancy, Sascha for Fancy. Sascha for Fancy, ja. Halt doppelt so gut. Fancy, ja, rara. Genau, so ungefähr. Was ist denn das Doppelte von Sascha? 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 Sascha das? Oh, Sascha? Ich habe keine Ahnung, was ist das Doppelte von Sascha? Was ist das Doppelte von Fancy? Fancy, yeah. Fancy, ja. Yeah. Fancy Hair. The most fancy hair. Mr. Fancy Hair. The Fancy Hair. Haben ja, da kommt ja alles zusammen. Okay, Standardsitz haben wir noch nicht, den übermantelten. Genau, erstmal. JD in Scrubs fuhr auf seinem Roller Sascha und trug einen Helm, um sein Fancy Hair zu erhalten. Jeder, also das ist Sascha ja, Fancy Hair confirmed. Ja. Ich wollte gerade completed sagen. Completed. Moment, jetzt muss ich gucken, at was haben wir überhaupt schon. My arm is complete again. Mein Herr in diesem Fall. Ach, von Scrubs hat er das wahrscheinlich. Ja, der gute Olli. Das kann doch ja sein, also weiß ich nicht. Das würde mir jetzt so einfallen. Liebe Grüße übrigens. Namens Sascha ist. Ungewöhnlich. Ein Roller in Scrubs. Er nennt alles Sascha, das ist halt die Sache. Ach so. Ja. Es gibt einen Sascha in Psycho. Also wenn er mal zum Beispiel eine Gabel fallen lässt oder so. Nein, Sascha! Ja, aber das klingt schon wieder total nach Scrubs. Na gut. Ich weiß es halt nicht. Scrubs ist aber eine super Serie. Ich würde es ihm nicht verübeln, wenn er es daher hat. Ja. Was will ich eigentlich gerade versuchen? Du willst den zweiten Motor irgendwie cool ranbringen. So. Genau so. Und der ist noch eine Etage tiefer. Also so, dass es so ein Yin-Yang. Achso, das geht dann gar nicht. Dann musst so. Du den Bär eins nach vorne setzen, vielleicht. Dann würde das vielleicht funktionieren, ja. Oder na, jetzt habe ich so. Ich meine, und mach da noch. Ah, ne, da muss dann den Treibstoff hin, denke ich mal. Dann machen wir da. Nicht Treibstoff frei. Genau. Aber Motoren. Großer Motor.
Ich weiß halt nicht, ob das Munition braucht, der Laser, aber ich. Das wäre albern, wenn er es tun würde. Das werden wir ja gleich rausfinden. So, dann erstmal. Wenn wir da. Mein erster Laser. My little Laser. My little. Ah! Ach, da passt keiner mehr dazwischen. Ah, ne, okay. Nee, sieht nicht so aus. Aber die hängen schon ineinander mit dieser Verstrebung da. Ist ja richtig. Artistisch. Ja, ne? So wie Clowns. Nein! Okay, gucken wir mal, wie schnell wir sind. Hui! Wow, hinten mit dem. Guck mal, das sind mit dem. Dingen sieht natürlich total scheiße aus. Naja, aber das sieht unique aus. Wie der Millennium Falcon. Ja. Oder. Naja, so eine einhändige Sinalco. Krabbe können wir ja nicht machen. Was? Die Sinalco schmeckt?